Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days. So. Das ist jetzt der Rest, den ich jetzt wegräume. Das war ja nur noch das Dingsbums. Das Moped ist auch leer. Das Beton ist noch ein Moped. Das hole ich da gleich raus. Dann nehme ich jetzt kurz ein paar Steine mit von denen hier. Da haben wir inzwischen jetzt zum Glück ein paar Stück. Die 1000 sollten eigentlich auch reichen. Vorsichtshalber nehme ich die noch mit. Ich glaube aber nicht, dass wir die brauchen. Den Hammer habe ich. Wollte eigentlich eine Steinaxt herstellen. Habe gesehen, ich hatte eine im Inventar. Auch wenn es so eine Eiser ist, also eine Eisenaxt. Keine Ahnung, wo die herkommt. Ehrlich gesagt, aber die werden wir jetzt erstmal nutzen. Den packe ich erstmal hier mit rein. Nimm dafür den Clownhammer mit, den brauchen wir gleich. Und der Beton ist im Moped. Sehr schön. Holz haben wir auch ein bisschen. Dann kümmern wir uns mal kurz um die Bauarbeiten da bei der Hordenbase, damit es nicht wieder zu Zeit knapp wird. Es ist hier auch nicht viel, was wir da ändern müssen. Sind nur ein paar Kleinigkeiten. Und dann sehen wir mal, ob wir da noch hier noch was Vernünftiges zum Looten finden. So ist es ja nicht. Guck, die Bäumchen wachsen auch schön inzwischen. Weil questmäßig, ihr habt es ja gesehen in der letzten Folge, es ist immer noch der gleiche Tag. Lohnt sich das momentan absolut nicht. Das Ganze müsste erstens ein höher und hier haben sie ja die Steine kaputt gekloppt. Das haben wir ja gerade ebenso überlebt. So, rein theoretisch müsste das hier oben erstmal weg. Das muss nämlich ein höher. Hey, viel schneller geht das aber trotzdem nicht. Gut, aber das muss leider runter. Da muss quasi nochmal ein Stück Mauer rauf. Darauf muss denn das Gitter. Und hier vorne die Stangen müssen natürlich wieder hin. Und die müssen zu Beton gemacht werden. Das ist eigentlich schon so alles, was wir hier machen müssen. Daher, dann dürfte das für die nächste Horde nach ready sein. Hoffe ich zumindest. Wir sind komischerweise für den Game Stage relativ hoch. Ich meine, wir haben noch nicht mal die zweite Horde nach gehabt. Wir sind schon auf Game Stage 33. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und leider richtet sich ja die Stärke der Zombies nach der Game Stage. Das heißt, das muss aus Beton, sonst brechen sie uns da wieder durch. Die Frage ist natürlich auch, ob das mit dem Beton überhaupt ausreicht. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir ein Ausdauerproblem. Ah, dass man Ausdauer ist solche Sache. Selbst wenn man es auf 4 Punkte hat, geht das einigermaßen mit Eisenwerkzeugen, aber mit Stallwerkzeugen reicht das so oder so nicht. Da muss man eine Hesche und Kaffee trinken. So, komm, der eine Schlag noch. So. Dann baue ich mich einmal ganz kurz hoch. Da brauche ich mal ein paar Frames. So 2, 3 sollten reichen. Verbände brauchen wir jetzt im Moment nicht wirklich. Da einmal hoch. So. Das hier oben müsste noch weg. War ja leider, wir haben ja nicht mehr die Zeit gehabt, das da damals umzubauen. Das war ja leider der Baufehler. Und der zweite Fehler war, dass die Stangen da vorne leider nur aus normalen Bruchstein bestanden. Und die Zombies waren ja in der ersten Horde nach schon relativ stark, weil wir von der Game Stage so hoch waren. Ist die kaputt? So. Gut, 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 gut. Aber das ist ja schnell gemacht. Ich meine, die Steine haben wir ja schnell hingebaut. Ich kann ja schon mal die Steine bauen. Ich glaube, 12 Stück brauchen wir. Die gehen ja schnell. In der Zwischenzeit mache ich ja das restliche Holz weg. Irgendwann müssen wir so früh oder später sowieso das Gitter hier aus Eisen machen. Aber nicht jetzt, weil so viel Eisen haben wir noch lange nicht. Wirklich lange nicht. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich meine, die nächste Horde ist erst an Tag 14. Also daher ist es jetzt nicht so dringend. Gut. Das hier vorne müsste bleiben. Der eine hier müsste noch weg. Danke. Und die auf dieser Seite müssen noch weg. Geht ja nicht anders. Dann kommen die Steinchen rauf. Die werden noch ein bisschen verstärkt. Die Stangen werden gleich zu Beton gemacht. Dessen habe ich ihn gekauft, weil wir haben noch keinen Betonmischer. Obwohl ich mittlerweile einen bauen können müsste. Aber selbst dafür fehlt uns noch Sand und Stein. Zement haben wir zum Glück ein bisschen, weil wir viel mitgenommen haben. Aber Sand und Stein brauchen wir noch. Ey, das ist schlimm mit der Ausdauer. Komm, den einen schaffst du noch. Komm, einen Schlag noch. Ja, braver Junge. So, hier sind die Steinchen. Ein höher. Zack. Ah, ich habe mich verzählt. Ich brauchte 14. Okay. Zack, zack, zack. Wir bauen noch schnell 2. Zack. So,
Und hierauf müssten die Gitter. Hätte ich schnell Gitter herstellen. Ich glaube, ich habe sogar noch welche zu Hause. Hab jetzt aber keine Lust, nach Hause zu laufen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich brauche. Ich mache mal 20. So. Die kommen unten in die Leiste. Dann mache ich einmal kurz... nee, Copy and Paste geht hier gar nicht. Die müssen mich ein weiter runter. Sonst springen sie darüber. So, die müssen so hin. Zack, 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 zack. Ich bin so ein Vollidiot. Ich bin so ein Vollidiot. Der sollte hier nehmen und nicht da unter. So. Da sollte er hin. Genau wie hier. Wenn man aber auch das Fadenkreuz nicht millimetergenau hält, ne? Denn ist vorbei. Gut, aber ich habe eh zu viele Gitter, sehe ich gerade. So, jetzt müsste das Ganze hier schon wesentlich besser funktionieren. Die kommen natürlich weg. Ach Junge, komm mal her. Keine Zeit für dich, ich bin hier am Bauen, Mensch. Du weißt doch, während der Bauarbeiten ist Helmpflicht. Und was hast du? Keinen, also musst du sterben. So, dann bräuchte ich nochmal 4 Steinchen. Flexstone. Frage ist, wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Vor allem, wie komme ich hier später rein? Bau die mal von hier hin. So. Denen einmal zu Stänkchen machen. Das wären nicht die mittigen, die. Das Ganze dann einmal drehen. Im Grunde genommen ist das gleiche wie vorher auch. Die müssen hier wieder auf den Unterblock. Der müsste quasi wieder auf den nächsten Block. Und da oben kommen sie nicht rüber, deswegen ist das Gitter ein weiter runter. Das zählt ja als ganzer Block. Da können sie nicht durchspringen, auch die Springer nicht. Bloß jetzt wird das Ganze vernünftig versteckt. Erstmal zu Stein. Da sind sie beim letzten Mal ja schon durchgebrochen. So, diesmal aber zu Beton. Und sobald das trocken ist, kriegt das nochmal eine Stufe drauf, dass es Stallbeton ist. Da dürfen sie jetzt so schnell nicht mehr durchkommen. Das Ganze wird später dann noch... Da ist eine Wanderhorde. Zu Stall gemacht. Vor allem kommen ja noch Stromteile und sowas hin. Aber das war jetzt erstmal das, was wir machen können. So. Dürfte zumindest besser funktionieren. So, Freunde der Nacht. Ich weiß nicht, was ihr da alle rumlungert. Aber ihr müsst sterben. Ich mag eure Gesichter nicht. Hallöchen. Der kommt auch. Chantal natürlich auch. Chantal rennt natürlich wie immer. Da kommt noch eine Bärbel angeschlichen. Die ist tot. Du wirst sterben. So. Hallo Bärbel. Ach, du lebst ja noch. Ich hab bloß keine Ausdauer. So, jetzt. So, Bärbel, Moment. Kurz Ausdauer tanken. So, Bärbel, jetzt bist du dran. Yeah. Bärbel lebt noch. Jetzt nicht mehr. So, das war's ja schon mit der Wanderhorde. Räume ich kurz unseren Kram weg und dann gucken wir mal, ob wir so ein Gebäude finden, wo wir noch ein paar Materialien finden können. Dann sehen wir zumindest auch mal was anderes. Questmäßig lohnt sich das wahrscheinlich erst am nächsten Tag. Ihr habt es ja gesehen, der hat nur Gebäude, die wir schon hatten. Die, dip, die, dip, 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 die, dip, die, so. Die Steinchen da wieder rein. Die werden zerlegt, die sind über. Die werden zerlegt, der kommt gleich wieder in die Kiste. Beton packe ich hier auch erstmal mit rein. Haben wir jetzt nicht allzu viel, aber es wird bestimmt noch mehr. So. Und den Clownshammer packe ich da auch erstmal mit rein. Die kommen da unten hin. Die behalte ich mal für Tresore. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann würde ich sagen, suchen wir uns was, oder? Man muss ja nicht immer Quests machen. Gucken wir mal ein bisschen hier, was hier so rumliegt. Ich Depp hat mein Moped da hinten gelassen, ne? Immer vergesse ich dieses Ding. Das ist furchtbar. Aber immer wieder. Ich sage ja, irgendwann vergesse ich meinen Arsch. Mein, warum ist hier schon wieder Kampfmucke? Ach, das ist Militärmucke, okay. Gerade sagen. So, Militärstützpunkt waren wir ja schon drinnen, in dem kleinen Mini-Häuschen da vorne auch.
Ansonsten hätten wir hier eigentlich nur noch da vorne die Schule. Da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass wir die irgendwann als Quest kriegen werden. Deswegen versuche ich die zu bisschen zu vermeiden im Moment. Weil die taucht erstaunlicherweise auf Stufe 3, glaube ich, ziemlich häufig auf. So, ich weiß nicht, was das für eine Bude hier vorne ist. Waren wir da schon drinne? In der da? Bestimmt, ne? Ich denke ja. Die ist so dicht an uns dran, da waren wir bestimmt schon drin. Kirche taucht mit Sicherheit auch noch als Quest auf. Ein bisschen aufpassen als Schneeleuche, aber wohl unsere Rüstung ist ja jetzt auch nicht mehr so schlecht, also müsste eigentlich alles klappen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Dinner da vorne? Gibt es vielleicht ein bisschen Essen? Da vorne ist auch noch so ein Schuppen oder was es da ist. Wir gehen den Dinner mal erkunden. So, hier liegt auf jeden Fall die Tasche. Ein bisschen trinken, das kommt auf jeden Fall mit. Dann können wir uns auch demnächst mal um die Farmfelder kümmern, um die Beete. Das Problem ist, wir können so gut wie keine Seeds. Wir haben noch nicht wirklich Seeds-Rezept gefunden. Da kommt weg. So, nix. Ich weiß gar nicht, ob das hier ein Questgebäude ist. Man kann ja mal gucken, ob es irgendwo einen Eingang gibt. Jedenfalls nicht. Und der ist jeweils offen. Gut. Dann ist es anscheinend ein Questgebäude. Hier ist ein bisschen Messing, da geht es noch hoch. Da werde ich gleich mal gucken. Hier noch was drin. Oh, Bauplan für den Robotikhammer. Ja, gut. Das Ding ist mehr oder weniger eine Spielerei. Man kann da ein bisschen mit den Zombies ärgern. Aber jetzt auch nicht so extrem doll. Nun geh doch da ran. Danke. Ist hier irgendwas? Vielleicht ein Geier oder sowas? Möhr, ein Zombie und eine Tasche da vorne. So, und Essen liegt hier auch noch. Sehr schön. Gut, dass ich hier einmal rauf bin. Das. Ein Hemd. Gut, das Hemd brauche ich nicht wirklich. Aber ich möchte gerne einmal die Farbe entnehmen. Sonst kriegen wir unser Haus nie hübscher. So. Hier denn einmal. Oh, Antibiotika ist sehr gut. Hier vielleicht noch ein Ei drin? Nö. Nur sinnlose Federn. So, und ich hatte hier noch was gesehen. Genau. Donnerbüchse werde ich jetzt zerlegen. Ah, Reflexmod ist nicht so meins. Ich finde, irritiert eher, als dass sie hilft. Aber jedem das seine. Kommt mal raus. Hallöchen. Shorty ist schon abgedankt. Sie auch. So. Tür zu. Verzeihung. Wo haut er? Da. Hallo Joe. Mach einen Abflug. Ist jetzt mein Haus. Hast du nichts mehr zu suchen. Und hier? Oh, da. Gut, ob es ein Questgebäude ist, weiß ich nicht. Aber es scheint sich zu lohnen, loot-technisch. Fünfer Schaufel. Gut, die brauche ich jetzt nicht wirklich. Die auch nicht. Und noch ein paar Stallwerkzeugteile. Da, das Rohr werde ich auch gleich zerlegen. Hm. Da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Essen drin. So, ja gut. Das, als Essen verzeichne ich dieses trockene Gammelbrot mal auch nicht gerade, aber man kann es zumindest gebrauchen. Ein paar leere Gläser. Noch mehr leere Gläser. Döschen und Grillrost brauche ich beides nicht mehr. Notfalls kann man es wieder herstellen. Noch ein Döschen und Eisen. Ist da noch was hinter? Bei Mülltonne hat auf jeden Fall auch noch was. Schneller Schlag verbessert deine Reflexe, um einen schnellen Speerstoß auszuführen. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 10%. Gut, aber ich habe zum Ziel, irgendwann mal alle Bücher zu haben. Also, auch wenn ich die Speere nicht nutze. Ne, da ist nichts. Gut. Hier noch irgendwas. Ja, gut, das ist der Tresen, ne? Ein bisschen trinken, gibt's hier vielleicht noch was? Ein bisschen Red Bull. Da so ein bisschen Käffchen. So. Da, Alter, diese Döschen. Überall Döschen, Döschen, Döschen. Ja, gut, toll ist die Bude hier nicht. Ein bisschen Messing und Holz.
Das ist wahrscheinlich wieder ein Ausgang. Jo. Geht der Automat oder nicht? Das Blei kann ich gleich zerlegen. Der geht. Sollte man nicht draufhauen. Nichts drin, okay. Und hier ist auch nichts weiter außer das Klo. Gut, mit ein bisschen schmutzigem Wasser. Und hier hätten wir noch ein Erste-Hilfe-Verband. Okay. Dann wäre es hier auch schon. Wahrscheinlich die Stufe 1-Questgebäude oder sowas. Die Autos hatte ich. Sehr schön. Die Tasche ebenfalls. Denn mal kurz rein ins Moped. Mensch, wir haben ein komplettes Gebäude durchgekriegt, bevor wir voll waren. Aber so Kleinvieh macht ja auch Mist. So ist es nicht. Oh, warte mal, bevor ich hier wieder Mist baue. Messing und das behalte ich mal. Da kommt eh noch mehr zu. Essen sowieso. Stoff. Der kann rennen, das auch. Das wird extra eingeschmolzen. So, die Knochen können noch. Trinken habe ich viel zu viel. Mehr passt eh nicht. Gut. Wie wäre es denn hier mit gegenüber mit dem Hotel da? Ich weiß nicht, ob da jetzt viel zu holen ist. Aber gucken kann man ja mal, ne? Vielleicht findet man ja noch irgendwie ein bisschen Muni oder eine Waffe oder so. Ich glaube, das ist auch kein Questgebäude hier. Gut, kloppen wir uns mal rein. Man muss ja nicht immer Questgebäude machen. Auf jeden Fall ist Besuch drin. Lady, hör auf die Kerze zu kloppen. Das ist meine. Mensch. So. Das ist definitiv kein Questgebäude. Gut, hier werden wir uns reinknüppeln müssen. Ist hier noch was drin? Ein Düschen mal wieder. Wer hätte es gedacht? Den mache ich sofort. Dafür haben wir doch die schönen, guten Süßigkeiten gekauft. Guck mal, noch ein bisschen Muni. Kassen sind alle leer. So kriegen wir noch ein bisschen Leder. So. Erlegen. Dann futter ich mal eine Süßigkeit davon. So, dann müsste das doch mit dem ersten Lockpick klappen. Werden wir ja sehen. Steht zumindest 100%. Also daher, geh auf das schöne Tresor. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich. Ich muss sagen, ich bin von den Süßigkeiten, ich habe bis jetzt nur zwei getestet. Die hier mit den Lockpicks und das mit dem Loot. Aber durchaus angetan. Die scheinen echt gut zu sein. Auch wenn das jetzt wieder Müll ist. So, hier gibt es doch bestimmt noch mehr Zimmer, oder? Auch zu. Aufstehen, Junge. Das ist eine Razzia. Jeder, der keinen Hut trinkt, wird getötet. So. Hier nebenan, oder was? Tatsächlich. Moment. Wollen wir hier alles zerkloppt? Ich hab das ganze Hotel auf. Bikerfreund! Ups. Wir können aber auch was einstecken. Oh, keine Ausdauer. Okay, einen Schlag kriegt er noch. Au. Jetzt reicht's. Stirb, Mensch! Oh nein. Hat Probleme immer mit den Waffen, die nicht nachgeladen sind. Ich weiß aber genau, dass ich sie nachgeladen habe. Scheint ein Bug jetzt in der 19 zu sein. So, haben wir hier noch ein bisschen was? Nö. Hier wird jetzt noch was drin. Oh, eine Stufe 2 Wedge. Ah, ich habe eine 2, ja. Gut, die werde ich trotzdem mal mitnehmen. So, mehr ist hier auch nicht drin. Und hier nebenan. Hier noch irgendwas vielleicht. Nö, hier kam der Biker raus. Hat er irgendwas versteckt? Ah, seine Hinterlassenschaften im Klo. Aber hier, Gemüseeintopfrezept. Sehr schön. Und noch eins zum Verkaufen. Das freut mich doch schon. Ein bisschen Plastik. Weil der Nebel der Schnebel, Jungs. Alter. Zieht hier komplett durchs ganze Haus. Hier noch irgendwas Brauchbares drin. Baseball-Cabby. Weg. Schon alleine das hier. Was sind das eigentlich für Hotelzimmer? So ein Gammelbett, ein Schrank und ein Stuhl. Also hier würde ich nicht einchecken, ganz ehrlich.
Da ist der Blattplatz unter der Brücke noch gemütlicher als in diesem Rattenloch hier. Der geht auch. Auch zu. Oh, meine offene Tür. Viele Zombies scheinen hier auch nicht zu sein. Jeder noch irgendwas brauchbares? Ein bisschen Muni, aber gut, Muni brauche ich immer. Süßchen, Feder kann weg. Gut. Das hört sich doch schon wieder nach Schneejack an. Stimmt's? Moment, Moment, Moment. Ja, aber selbstverständlich, da vorne ist er. Mensch, Junge, wenn ich schon zu dir hinkomme, dann bleib auch stehen. Weil ich habe auch das Gefühl, im Schneegebiet sind die schneller. So, aber der hätten wir jetzt erledigt. Die sind jetzt nicht mehr so die Gefahr, aber die Lurche muss ich trotzdem ein bisschen aufpassen. Weil nix, alles leer, selbst der Müll. War ein bisschen Plastik. Gut, dann machen wir da jetzt weiter. Wir waren in dem einen Raum da noch nicht. Ist hier irgendwas drin? Hunger! Okay. Machen wir sofort. Das bin ich mittlerweile doch schon ganz froh, dass wir die Eisenwerkzeuge haben. Hier noch jemand drin? Nö. Stoff. Ach, das ist der Waschraum. Eine schwarze Brille. Harter Kell Sonnenbrille. Okay, Standhaftigkeit 1. Ah, wird zerlegt. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und ja, ich weiß, gibt Geld beim Trader. Aber das Top brauche ich zwar auch nicht. Farbe kurz raus. Zack. Dieb, dieb. Hier noch irgendwas drin. Ah, da noch. Ich glaube, da habe ich... Ja, da habe ich einen besseren. Ich habe den Eisenhelm, ne? Müsste ich mal kurz gucken, aber ich glaube, ich habe den Eisenhelm. Jo. Den tausche ich nicht mehr aus. Es sei denn, die finden besseren Eisenhelm. Dann kommt der weg. Der weg. So. Hier noch irgendwas drin? Ah, ein bisschen trinken. Ah, noch ein bisschen trinken. Nix. Ebenfalls nix. Ein bisschen Mess. Die sind hier geizig, ne? Soll ich erstmal kurz was? Ein paar Eier würde ich gerne noch finden. Wir haben keine Eier mehr. Ah ja, der hat zumindest mal ein Bild. Hier ist... Wahrnehmung. Okay, Moment. Eins nach dem anderen. Ach, Kapuzen-Joe. Komm mal raus. Komm. Du schaffst das. Danke. So, ich muss aber kurz ein Schlückchen trinken. Da klopft sich nebenan noch einer raus. Hier will ich kurz die Farbe rausnehmen. Und dann wird die Brille ebenfalls zerlegt. Zack, genau wie die Farbe. Da ist die nächste. Hier noch was hinter? Nö. Hier noch was drin? Oh, was haben wir denn hier? Aloe Vera Samenrezept. Nice, nice, nice. Da noch was? Na, hier vielleicht noch. Na ja, gut, ja. Ist nicht gerade sehr ergiebig, dieses Hotel. Wo klopfst du rum? Da? Da. Albi! Mensch, ich helfe dir mal, mein Freund. So, komm her, ich hab was für dich. Bitte sehr. So, aber ich will trotzdem erst hier rein. Irgendwas noch? Ein leerer Schrank, ein Bild, wo nichts hinter ist. Eine offene Tür. Die, leer. Hier findet man eher so Kleinigkeiten. Super ergiebig ist das Hotel hier nicht. So, Halbi, hast du denn irgendwas bewacht? Du hast ja nicht mal Bettwäsche gehabt, du armer Kell. Schade, dass ich das Buch nicht habe, dass Messing aus Türen kommt. Hier könnte man so viel Messing rausholen. Hier ist hier nix. Da ebenfalls nichts Tolles. Da ist noch ein Zimmer.
Immerhin hat der hier eine Mülltonne. Den Nägel zerlege ich auch mal. Kann man selber craften. Auch nichts hinter. Ebenfalls verschlossen. Also interessant ist das hier nicht. Ne? Also da noch ein bisschen. Noch eine Wrench. Jetzt zerlege ich die aber genau wie das Rohr. Brauche ja noch nicht alle Wrenchen aufheben. Gut, ich glaube, ein Stockwerk oben drauf gibt es noch, ne? Ist hier denn noch irgendwas Interessantes? Das ist wahrscheinlich wie so ein Waschraum. Warte mal, hier brüllt schon wieder jemand mir ins Ohr. Hier? Hier, ne? Nö. Was ist Daddy drin? Komm mal raus. So. Aber das war er nicht, ne? Hier wird rumgekloppt. Ach, da hinten. Da auch. Lady. Ich helfe dir mal. Ja, das ist der Beweis. Das ist hier eindeutig ein Stundenhotel. Gut. Oh, die Nacht fängt an. Die habe ich ja jetzt komplett vergessen. Oh, denn ein Biker. Willst du mich veralbern? Mitten in der Nacht. So, darf ich hier jetzt erstmal der Reihe nach durch? So, hier ist auch wieder nichts Dulles. Zumindest mal eine offene Tür. Na gut, zumindest kriegen wir etwas Wasser. Noch eine Wrench. Die zerlege ich jetzt aber auch. Genau wie die Treppe. Ich weiß nicht. Das war bestimmt der Klempner-Treffpunkt oder sowas. Bei den ganzen Schraubenschlüsseln. Hier noch irgendwas? Ne? Da. Goldrunden-Tee-Rezept. Sehr schön. Topf wird zerlegt. So. Zumindest gibt es ein paar Rezepte und ein bisschen Money. Irgendwas hier noch. Okay. Wissen wir fürs nächste Mal Bescheid. Das Hotel lohnt sich nicht wirklich. Gibt zumindest ein bisschen Eisen bei dem ganzen Zerlegen. Mülltonne wenigstens was. Ew. Ein bisschen amazing. Hier ist bestimmt nichts. Nein, die ist wieder zu. Da fehlt ja jetzt gleich nur noch die eine Seite. Dann sind wir hier ja auch durch. Da ist noch ein bisschen. Aber kann das sein, dass es... Ja, tatsächlich. Das ist mir vorher nie so bewusst gewesen. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Das Looten gibt ja auch EP. Das ist mir echt nie aufgefallen vorher. So, ich fange aber hier an. Erstmal renne in die Waschstube, wenn das hier auch eine sein sollte. So, mal reingucken. Da ist jemand mal drin. Mach einen Abflug. Lauter Kampfmusik sind hier aber mehr Zombies als nur die eine. Hört sich auch ganz danach an. Ist hier nix. Außer ein Tresor. Albi wieder? Albi, mein Freund. Ich helfe dir mal. So, schade, hält nicht mehr an. Aber ich will jetzt auch nicht wegen dem einen Tresor jetzt meine letzte Süßigkeit verschwenden. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ihn so auf. Lockbits haben wir ja genug. Ich hoffe nur, wir werden hier jetzt nicht überrascht. Das wäre nicht zu toll. Na, klappt sogar, wa? Wow. Wow. Ah, die Rohbomben nehme ich mal mit, aber... Doll war das jetzt nicht. Da war drin? Ne. Bräuchte ich nicht. Ne. Weg. Auch zu. So eine langweilige Bude. Und als eigene Base wäre sie viel zu groß. Dürfte ziemlich schwer werden, die abzusichern. Wow, wo kommst du denn her? Alter. Ich war hier doch gerade drin. Das ist bestimmt der sich hier rausgekloppt hat, wa? Sieht er noch irgendwas? Ist auf, okay.
Nixe. Hier denn noch was? Den kann ich gleich zerlegen. Die Säure kommt mit. Und hier. Oh, Nixe. Gut. Ah, der hat sie garantiert hier rausgekloppt. Da ist noch ein bisschen Blei. Hier ist noch was. Ich besuche. Oh ja, meine ich doch. Hallöchen, mach einen Abflug. Du bist hier unerwünscht. Aber kam immerhin Level ab. 22 schon. Gut, der hatte nichts. Weg. Ist Farbe drin. Einmal raus hier. Weg damit. Weg damit. Den hatte ich schon. Hier war ich noch nicht drin, ne? Hatte ich den schon? Ja. Ach, die ist auf. Okay. Denn wäre hier vielleicht nochmal was drin. Ach, diese Töpfe. Eisen gab es auch schon mal jede Menge. So. Hätten wir nur noch den Raum hier nebenan. Dann haben wir das Stundenhotel auch durch. So, denn hier nochmal reingucken. Wäre ja schön gewesen, wenn wir zumindest ein Buch oder so gefunden hätten. Zumindest ein brauchbares, nicht um dieses Sperrbuch. Aber haben wir leider nicht. Jut, jut. Hier. Gut, den kann ich auch gleich zerlegen. Ebenfalls hier gucken. Ja, gut. Dann haben wir es durch. Aber zumindest haben wir es mal gemacht, auch wenn es sich nicht wirklich gelohnt hat. So, den einen Punkt. Hier habe ich 3-3. Den würde ich jetzt gerne hier erstmal in die Ausdauer stecken. Zack. Dann haben wir die mir schon mal fertig. Die nächsten Punkte gehen dann erstmal hier rein, damit wir gut farmen können und dann kann man sich um andere Sachen kümmern. Wir haben ja Zeit. Das Let's Play wird wahrscheinlich noch sehr weit gehen. Also momentan habe ich so einen tierischen Spaß an dem Spiel, dass ich nicht mal dran denke aufzuhören. Also, Open End. Gut, ich fahre jetzt nach Hause. Wir sind ja eben mitten in der Nacht, halbwegs voll. Dann waren wir jetzt halt mal so ein bisschen looten. Unsere Hordenbase ist so gut wie fertig. Ich musste lediglich vor kurz vor der Hordennacht noch einmal die Dinger da mit Beton verstärken. Aber das kann ich auch kurz vor der Hordennacht machen. Weil ich nehme eh Beton mit, falls ich was reparieren muss. Gut, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye.